Christian fragt, wie entsteht überhaupt Schaum? Ich bin Florian und das ist ein Bier. Bierschaum entsteht beim Einschenken durch das Zusammenspiel zwischen CO2 und Eiweiß. Umso besser diese beiden Stoffe miteinander harmonieren, umso stabiler ist der Schaum. Um eine gleichbleibende Schaumqualität sicherzustellen, überprüfen wir es mit unserem Schaummessgerät hier. Zuerst wird das Bier angestochen, dann wird es in den nächsten Behälter transportiert. Dort wird das Bier aufgeschäumt und umso länger der Schaum dort steht, umso stabiler ist er. Das war 1 Minute Bier und ich bin Diesel Häuser.